Meine Damen und Herren, ein neuer Stern am Casino-Himmel. Felix Birnbaum. Felix Birnbaum? Felix Birnbaum. Ist er Jude? Er ist Künstler. Na ja, das auch. Nur das. Wie macht sich der neue Jahrgang, Herr Weiler? 1913. Ganz fantastisch. Der Sommer des Jahrhunderts. Wie fein, ach wie fein, wird's in 100 Jahren sein. Grammophone gibt es dann bei groß und klein. Was man spricht, schwindet nicht, und das Grammophon nimmt's auf, und der Cinematograph bringt's Bild darauf. Ist man einmal dann gestorben, ist es auch nicht aus, denn der Enkel nimmt ganz flink den Apparat heraus. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder, seht und hört er dann sehr bald. Die Schwiegermutter kommt dann und er ruft Halt. Frau Hambach, wäre es möglich, bei Ihnen zu telefonieren? Wir haben ein Telefon. Ja? Aber wir gestatten es unseren Gästen eigentlich nicht. Frau Hambach, es wäre von größter Wichtigkeit. Also gut. Trierischer Volksfreund! Trierischer Volksfreund! Einmal bitte. Der Kaiser kommt nach Trier! Brücken einweihen mit Kaiserbesuch! Also als ob das jetzt nötig gewesen wäre. Was meinen Sie? Naja, das mit der Kaiser-Wilhelm-Brücke. Wir sind seit den Römern hier in Trier mit einer Brücke ausgekommen. Das ist eben der Fortschritt. Ich bin ein glühender Verehrer Ihrer Kunst. Ich nicht. Was? Ich erwarte von der Kunst genauso viel wie Frau von Bohlen von der Politik. Ich gehe nun seit Monaten schon in Ihre Vorstellung und kenne doch nur das Bild, was ich mir von ihr mache. Wollen Sie sich denn ein anderes Bild machen? Vielleicht. Albert. Du singst. Ja, immer schon. Das wusste ich nicht. Du weißt einiges nicht. Warst du in Trier? Wann? Die letzten Jahre. Nach dem Krieg. Nein. Wie fein, ach wie fein, wird's in 100 Jahren sein, dann sieht's anders aus, das sieht wohl jeder ein. Mancherlei ist dann neu, wie man sich wohl denken kann, Deutschland, Deutschland, über alles heißt es dann. Ja, in Asien, Australien und Amerika spricht man Deutsch, denn es sind deutsche Kolonien da. Dazu braucht man selbstverständlich eine Menge Militär. Zivilisten gibt's dann überhaupt nicht mehr.